Assalamu alaikum, Cousins und Cousinen. Inshallah geht's euch allen gut. Ich hoffe, keiner von euch ist in den letzten 24 Stunden krank geworden. Ne, wir reacten erstmal. Erstmal reacten. Wow. Geiler Beat. Wie war's im Fall? Er hat einfach ein paar Dollar von ihr rausgeholt. Wo ist denn der? Hollywood, ja? Herzlich willkommen, Leute, okay. In einem neuen Video von Lucky Luke. Ich bin gerade hier in L.A. für euch. Habibi, ich bin jetzt direkt auf dem Weg in San Fernando Valley, weil wir treffen die Whitsett Avenue Crips. Alle von euch haben euch Crips gewünscht und jetzt zeige ich euch, was bei den Crips so abgeht. Denkt nur dran, Leute, die ganzen Knarren, die in den Videos sind, ja? Ich weiß, ihr denkt alle, Amerika, jeder kann hier Waffen haben, dies und das. Wir sind aber in Kalifornien, wir sind in L.A. Der Scheiß ist hier richtig illegal und die Leute gehen für diesen Scheiß richtig in den Knast. Und vergisst auch nicht, die ganzen Gangs hier, die sind auch umrundet von tausend anderen Gangs. Das heißt, überall können Feinde sein, der Scheiß kann richtig gefährlich werden. Aber ich würde mal sagen, wir gehen einfach hin, let's go. Wir sind jetzt angekommen mit ein paar Jungs aus der Gang hier. Wie das sind Gangmitglieder, das ist, ich hab den Namen vergessen. Reasley, Canone und Foxy. Jungs, woher kommt ihr? Wie heißt eure Gegend? Hey, we're from Easy. Whitsett Avenue Gangsters, man. Hab ich doch gesagt, Reasley. Grimy, Whitsett Ave. Lil BK Deuce from Whitsett Avenue. Wir sind jetzt ein bisschen in deren Hut unterwegs. Die führen uns ein bisschen rum. Und später kommen deren ganz anderen Homies. Oh yeah, man, we're in Valley Plaza, man. Valley Plaza Park. Come on, man. Say, we could take a tour, you know. Come on, man. Let's take a tour, Habibi, wallah. Right here, this is our park, you feel me? Die Chabab sind stramm, die haben auf jeden Fall einen eigenen Park. Das ist schon mal krass. Das ist alles Gangland hier, Habibi. Amino, danke schön dafür, Cousin. Ich grüße dich noch, Habibi, wallah. Wir treffen uns hier immer mit den Homies, okay? Been good with all the homies, feel me? It's our little area right here. Oh, a spot. We got more size. Mehrere Orte. Komm nicht zum Valley Plaza Park. You're not ready to fight. That's all I'm gonna say. For real. Ihr habt euch ja alle gewünscht, Leute, dass wir endlich mal eine Crip-Gang treffen. Und jetzt sind wir mit einer. Bruder, was macht ein Crip aus? Was ist so besonders an einem Crip? Was sind eure Besonderheiten? I mean, man, we press gangsters. Wir sind Gangster-Crips, okay? Alles klar. Okay, gut. So, we just not like any other Crip. Like, our codes is different from like just being a Crip. Like, we got... Oi, den er da dreht, Bruder, der braucht 5 Stunden, um einen zu drehen, ja, Salami. Hast du uns gehört, Alter, ja. Let's really stand on certain shit and really, like, you know, be about that shit and go. Ah, wir müssen uns alle beweisen, klar. Prove yourself, you know? See, that's the thing, too. A lot of people get it confused, you know? They think Crip is only one thing, you feel me? Yeah, exactly. You got a lot of different Crips. Ja, es gibt verschiedene Crips. Out here, you got a lot of different cars. Verschiedene Regeln. You feel me? All kinds of different shit. Generell viele verschiedene Sachen. Shit. You know, this right here, too. Right here, we get our put-ons, you feel me? We recruit the members to the hood, all that. Aber das ist genauso, es ist genauso, wie soll ich sagen? Ich versuche jetzt ein paar Worte zu finden, die passen. Diese Gegend, wo die sind, das ist, entspricht einfach 1:1 vom Aussehen her, wie wir Amerika von den Filmen kennen. This is our little area right here. Yeah, that's where it go down, right? Eine Frage, die ich euch stellen wollte, Bruder. Was ist ein DP, Bro? DPs is like discipline, you feel me? High five. Also, dass hier jemanden praktisch schlägt, also. Ich doch deine Tattoos, Dicker, ja. Was sind das für Tattoos, Dicker? So, yeah. Manchmal muss man ihn schlagen. You know, you gotta give him a spanking, feel me? Du musst ihn schlagen, um ihm zu zeigen, wie was Disziplin ist. Basically, that's what DP is. Or if we gotta recruit someone new, you feel me? Join the family, join the hood, you feel me? The set, we should have. Zuerst muss er hier kommen und sein Mann stehen. We put him on right here. Here's our area. Hey, ich will nichts sagen, ne? Also jeder auf seine Art und Weise, aber diese Filme haben wir damals in der Grundschule gemacht. Er hat's geschafft, ey, der Cousin hat's geschafft, der hat seinen Julian gemacht. Everybody here got put on. Right here. Yeah. Literally, right here. Na, hier kriegst du Schläge. Hier, einfach so und weiß nicht, was ist es hier. Ey, Lucky, Bruder, du weißt, Cousin, ich feier, was du tust. Wir haben auch uns ein bisschen unterhalten und so über das, was du tust. Bruder, aber es ist für mich sehr, sehr schwer, Cousin. Es ist für mich sehr, sehr schwer, so, weiß nicht, die amerikanische Version von Talohons ernst zu nehmen. What? Gotta go through the storm, cuz. If you can't go through the storm, you can't last. You're getting the fuck. Wenn du dich im Kampf nicht beweisen kannst, dann verpiss dich. Hell. Also jeder, der neu aufgenommen wird... Boah, der muss doch selber lachen über das, was er sagt, Cousin. Ich küsse doch deine Augen, Bruder. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich weiß nicht, wer das hier ist. Aber ich gehe stark davon aus, dass es so der Handtuchhalter vom Handtuchhalter ist. Von einem der Cousins, der ein mieser Motherfucker ist. In der Gang, der muss erstmal durch sowas durchgehen. If they trying to join, shit.
Wenn du dazugehören willst, dann tritt an. Come get put on right here. Just be like, shit, if you really with it. Wenn du wirklich willst, dann komm. Und wenn nicht, dann hau ab. If you're not with it, then leave this shit alone. But if you with that, come get put on. Bruder, um ehrlich zu sein, die Leute in Deutschland, die denken, dass alle Crips zusammen sind. But shit, like right now, I ain't gonna lie. Moment, ohne zu lügen. We fucking with the dead end gangster Crips. Wir sind hier im Valley nur mit zwei Crip-Sets gut. We got the OVG gangster Crips. We fuck with each other out here in the valley. Okay, das ist krass. Guck mal, das ist so krass, dass sie so mittlerweile so groß sind, dass sie sogar untereinander sich nicht mehr verstehen. So groß sind die mittlerweile. And like LA and shit, really don't know too much out here. We mich würde interessieren, ob die bei den Bloods genauso handeln. Hier ist unser 818 Rally. Wir machen unser Ding. On some A1A Valley shit, we getting this shit back together. There's a lot of hoods that fuck with us. Like, y'all gonna see, we gonna pop out and have a lot of shit going soon. Und Bruder, was bedeutet das Gangster in eurem Namen? Ihr seid ja Gangster Crips. It's like branches off, you feel me? You got gang. Es gibt verschiedene Arten von Crips. Du hast hier Gangster Crips, Mafia Crips, Neighborhood Crips und Block Crips. Gangster Crips, you got Mafia Crips, you got the Neighborhood Crips, you feel me? The Block Crips. Yeah. Bruder, warum erinnert der Typ mich an Snoop Dogg? So. Like I said, there's a lot of Crips everywhere, but we're not all... Wir gehören nicht zusammen, jeder macht sein Ding. United and we're not on one thing, you know, we're all our different things. Like us, bang trays, you feel me? Gangster Crip, we moving. Bruder, der soll die F***e halten, ja. Halt deine beschissene F***e, Alter, ich schwör bei Gott, Alter. Zieh ich dir eine Backpfeife und sag, hol mir die Ockesteine, ja, Maniac. Thing, you know, we're all our different things. Like us, bang trays, you feel me? Gangster Crip, we moving. Das ist richtig fremdschämen, so mir ist es richtig unangenehm zuzuhören. All under the gangster card, yeah, you feel me? Okay. Feel me? So it's mutual respect right there, you feel me? Also eine Frage, die ich euch auch noch stellen wollte, für die Leute in Deutschland. Alle wissen ja, dass Bloods und Crips verfeindet sind. Seid ihr aber auch mit jedem Bloodset verfeindet oder gibt es auch Bloods, mit denen ihr cool seid? Nah, I ain't gonna lie, I got a few little cool, like, little bonds with a few dumb moves. It's all love, like, we don't beef for every blood. You feel me? Like, we don't beef for every blood out the valley on the dead homies. We beef for only bloods in the valley. You feel me? Okay, das ist cool. Ich wollte euch mal fragen, guck mal, ihr seid ja alle drei hier von einer Gang. Ist es für Gangmember oder für Member von eurer Gang möglich? Ihr seid ja. Guck mal, wie geil der am Lahluli zieht. In the valley. You feel me? Okay, das ist cool. Ich wollte euch mal fragen, guck mal, ihr seid ja alle drei hier von einer Gang. Ist es für Gangmember oder für Member von eurer. Bruder, wie der sich fühlt. Wie der sich fühlt. Ihr seid ja alle drei hier von einer Gang. Ist es für Gang... Member oder für Member von eurer Gang möglich, auch andere Freunde zu haben? Oder seid ihr nur mit Freunden, die auch von eurer Gang sind? Oh man, I got all type of friends. So I fuck with who I fuck with, man. You feel me? I got a lot of square, homie. Hey, geht's nur mir so, dass ich gerade richtig Aggressionsprobleme kriege? Geht's nur... Also, bin ich der Einzige, der so fühlt gerade? Oder fühlt ihr auch so? We all got like different homies from different hoods, you know. Either we meet them up when we get locked up, or we out here, you know, doing whatever, and we run into some, and they cool and all that. You feel me? War viele von euch schon mal im Knast oder generell jemand von euch dreien? War jemand schon mal von euch im Knast? I ain't did no real time, but. Ich war noch nicht im Knast, aber vor zwei Wochen im Gericht. Nein! I was catching a case like 2 weeks ago. Nigga got caught on the 23rd and shit. I'm just see what the fuck they talking about, see what they on. Yeah, we had to bail the homie out. We had to get him out. We had to get him out of jail, you feel me? Free them for him, bro. Damn. But shit, we got homies right now that's doing time. Oh yeah, free tea. Bruder, es ist wolkenklarer Himmel. Es ist warm. Hier sind so Rosenblüten. Hier sind so Rosenblüten. Bruder, ich küsse deine Augen. Wer hat dich verarscht? Was ist mit dir, Hoodie und darunter noch eine Maske und dann dieser Rucksack, Dicker? Was ist mit dir falsch? Easy, free broad day, free luck, free all the homies, free the wishes. Oh yeah, free newborn too, I'm moving crib, free all the homies. On the set. Bruder, als wir gerade eben vorbeigelaufen sind, wir haben uns ja noch nie gesehen und ich habe dich direkt erkannt an deiner Mütze. Ist es immer noch normal, dass alle Crips blau tragen? Die Crips tragen blau und die Bloods tragen rot. So, das ist das, was ich weiß. Bruder, warum trägt er eine Corona-Maske? Was ist da los? Black rags, we black rags, but we Crips. Ah, die tragen schwarz. Wir sind Crips, aber tragen auch schwarz, okay? You feel me? We wear the black rag. We love the color black. Black over everything. Die Farbe schwarz, die geht über alles. So we love the color black. Black over everything, you feel me? Nein, Habibi. Nein. Nein. I don't feel you, Habibi. Was ich fühle, ist dein Kopf, der so eine b***e Frisur ertragen muss. Ich dein Friseur, was ist falsch mit dir? So it ain't like in the movie. Okay, es ist nicht wie in dem Film. You know, we wear what we want to wear, but when we rep in the set.
Wenn wir am Set sind, dann tragen wir blau und schwarz. When we rap in the set, it's black and blue, you feel me? Yeah, they don't like our shit in the set, cause on the dead homies, we be tagging up all our... Ich schwör auf Koran. Bruder, das habe ich gemacht, wenn ich früher irgendwo in der Nähe von Gleisen gespielt habe. Und ich habe da Spraydosen gefunden, die noch einigermaßen gesprüht haben. Dann habe ich auch sowas an die Wände gesprüht, so in der Form. They don't like our shit in the set, cause on the dead homies, we be tagging up all our shit. Wir sprayen überall hin. Ihr würdet ihr überall hin, besser gewesen. Next day. Everybody, they all hate us, bro. I don't know why those shit, we trying to, man. Wir wissen nicht warum, aber wir wollen, wie alle anderen, auch raus aus der Hood. We trying to make it out this motherfucker just like anybody else, bro. Just like anybody else, man. I don't know why they be hating on the West, it's so bad. Habt ihr viele Feinde hier in der Gegend? Oh yeah, we got a few, shit. Also ist es sicher, gerade hier rumzulaufen? Oh, for us, it's safe. We be, man, I swear to God, we be so comfortable. We always comfortable every time, anywhere we at. Shit, we be cool. Even if something happened, we comfortable. Selbst wenn was passiert, Bruder, wer will euch denn was antun? Wer will euch was antun? We good right here, you know? Comfortable, bro. This is supposedly the Radford's liquor store, but this is really our liquor store. Yeah, we take over shit. I ain't gonna lie, they know what's up. We take it over shit. Last time we met them, bro, something happens over there. Yeah, they them little n****s crazy. Frontlining. On the main streets, like, you feel me? You know, I'll be bullshit. Hör mal das Lachen, bitte. Like, you feel me? Wie der eine Fette von Family Guy, der Vater von Family Guy. Frontlining. On the main streets, like, you feel me? You know, I'll be bullshit. They don't like to come in the hood, cuz they like to drive across our main. Einfach Peter Griffin. You know, I'll be bullshit. They don't like to come in the hood, cuz they like to drive across our main streets. Jungs, wenn die nicht noch Kacke in ihrer Unterhose haben, ne, dann weiß ich nicht. Wenn die nicht noch Kacke in ihre Unterhose haben, Bremsstreifen von da, wo die sind, bis nach Mexiko hoch, dann weiß ich nicht. Bruder, diese drei teilen sich ein Durstlöcher. Ich küsse deine Augen. Normalerweise, ey, Lucky Luke ist immer unterwegs mit stramm Gegenden, Dicker, mit strammen Leuten, mit wirklich ernsten Leuten. Aber hier Peter Griffin, Reasley und weiß nicht, Alter, verkackte Frisur. Gibt's irgendwelche spezielle Sachen über Crips, also zum Beispiel so Wörter oder Sachen, die nur ihr macht? Oh, we dub each other up, you know. Wir haben einen eigenen Handschuh. Oh, die Jungs haben sehr weit gebracht. Gazi, würdest du mit so einem Team, mit den Fragen durch deine Gegend laufen? In der Konstellation mit den drei niemals. Ich würde die nach Hause schicken. Ich würde denen allen drei eine Backpfeife geben. Ich schwöre. Ich würde allen drei eine ordentlichen Chamach geben, eine ordentliche Backpfeife und sage, verpiss dich nach Hause und guck mal, dass ihr irgendwas für die Allgemeinheit tut. Etwas, was Nutzen bringt, was Nutzen hat. Weiß nicht, geht. Rasen mähen oder so. Wenn ein Homie kommt, dann, you know, we already at the park. Some homie comes through. Dann checken wir mit unserem W-Handschlag ein. No, we shake them up, we hit the W. Feel yeah. Me? Always mandatory. Was bedeutet W? So we from Wizard Ave. Right, wir sind hier aus der Whiteset Avenue. You feel me? You know, you got the, feel me? You got the big W, you know? Yeah. Wir haben das W als Zeichen für die Wizard Avenue. So this is Wizard Ave, you feel me? So when we shake up, wir einschlagen, we end it with the machen W. Wir das also Jungs, ich frage mich die ganze Zeit, wie so ein Tag von diesen Menschen hier aussieht. Wenn die den einfach hier verbringen, weil das ist ja auch schon ziemlich gefährlich, ich will nicht wissen, was ich meine. Deswegen ich frage... Bruder, was für gefährlich? Ich küsse deine Augen, Bruder, bitte. Ich frage mich die ganze Zeit, wieso... Der Typ steht hier draußen und gießt, beglückt seinen Rasen mit Wasser, Bruder. ...so ein Tag von diesen Menschen hier aussieht, deswegen ich frage die mal einfach. Oh shit, man. Whatever the day brings. Anything can happen. When you just chilling in a set, you can run into some, run into a bad... Du kannst auf was Böses treffen, du kannst eine krasse treffen. Bad, run into a bad shit, and get in the... Oder gehst du in einen Club, hier kann halt alles passieren. Some shit, go to clubs, anything, bro. Shit, go hang out. Andere gehen in Bars, wie ich zum Beispiel. Bars, shit, that's what I'll be on. Nigga just be coolin', man. Just really living life, bro, chillin'. Boah, ich krieg Hass, wenn ich dir so reden höre. That's a lot of man, you don't understand, man. You can't, you know, bang, bang, bang in the hood, man, you know. You feel me, man? Man in the mirror. Shit, it's a lot of fun shit to do in the set, bro. It's not just all about just really gangbanging and shit. Bruder, komm mal, seitdem ich hier bin, höre ich immer den Begriff Gangbanging und so. Was? Was meint ihr damit? Was genau bedeutet das? Was macht das aus? Shit. Scheiße Gangbanging. Gangbanging, bro. Wenn du Geld machen willst? If it come with getting money, pimping hoes, shit, bettering your community, that's what the fuck you gotta do. Recruit young, put them on,
And you feel me? Just make your set look good, shit. You know? Stick to the codes, yeah, too. Oh, yeah, mandatory. Stick to the codes. You gotta always stick to the codes, too. See, a lot of and people be stand, from hoods. Man. A lot of people be from hoods, but they don't stick to the code. There's rules to this shit, you feel me? Yeah, niggas really be trying. You can't be gangster unless you, you know, follow the motherfucking rules. Just like when you look. In school, you feel me? Ich höre immer von den Leuten, dass wenn ihr zum Beispiel jetzt... Boah, bei deinem Gelaber frage ich mich, warst du überhaupt in der School, Alter? In einer Gegend rumläuft, von der ihr nicht herkommt. Und jemand zu euch kommt und sagt, where are you from? Was passiert dann? On that person's side, a town. Shit, it's about to be some... Shit, it's about to go down. That's what's about to happen. Ja, aber wo ist der Unterschied, zum Beispiel, als ob einer sich angreift und ihr kämpft oder einer sich abknallt? I mean, I feel like it depends on the type of person you are. Like, cause shit, somebody could catch and be like, man, nigga ain't gonna fuck with that nigga. That nigga, he's a loser over there. Like, yeah. Nigga not even gonna waste his time. But if, like, if you a trophy from, like, wherever you from, and they catch you, or you catch them, it's gonna be some action going on, you know? Also depends on how he's asking you, who it is that's asking you. Könnt ihr die Leuten aus Deutschland eure Gangsession nochmal in die Kamera zeigen? Bro, the W? Nein, nein, oder der W? Aus Deutschland eure Gangsession nochmal in die Kamera zeigen? Bro, the W? Das ist W, das ist wichtig. Guck mal, das sind Gangzeichen. Das ist wichtig, dass ihr es. Ihr müsst euch das einprägen. Das ist W, ne? Das ist W. Wenn ich so mache, könnte das zweimal Y sein. Ja? Je nachdem, wie ihr eure Fantasie anreizt. Das ist zweimal Y. Das ist W, ja? Nicht zu wechseln mit dem hier. Das ist was anderes. Das ist was ganz anderes, ja? Das ist L. Das steht für L. Ja? Yeah. Avenue. Avenue. Ja? Yeah. G. Yeah. G. Das ist G. Ja? Yeah. C. Das ist C. 5 und 9. Nein, das ist 5? Wie kann man darauf, hä? Warum steht das denn für 5? Yeah. Avenue. Avenue. Yeah. G. G. Yeah. C. 5. 5. Wow. Okay. 5900 block. We got 6-5. We got 7-1. For me, we all banged W. We all banged Wizard F. We was on the train. We had to beat a nigga up from Punks. Feel me? One of the eyes, we got a beat, cause we got the video, we finna show you in a little bit. Oh, verdammt, die haben ein Video, wie die gerade eben jemanden ausgenockt haben, glaube ich. Aber Leute, ich sag euch ehrlich, es ist mein dritter Versuch, ein Video hier zu drehen in L.A. Der erste Versuch, ich bin angekommen, direkt Schießerei. Der zweite Versuch, ich bin angekommen, irgendwelche maskierten Leute mit Waffen steigen aus dem Auto, auch wieder fast Schießerei, aber diesmal nichts passiert. Und jetzt ist cool. Normalerweise Parks in Deutschland sind für mich ein sehr friedlicher Ort, aber seitdem ich Parks hier in L.A. besuche... Gazi, wie geht unser Handzeichen? Wir haben keine Handzeichen gesehen. Wenn wir uns sehen, geben wir uns die Hände wie Männer. Suche. Heißt Park für mich nur noch Gangmember, Alter. Bruder, was bedeuten deine Tattoos? Oh man, 5900 Block, that's the block, man. The shit in me, man, 5900%. Wir haben einfach einen Swimmingpool hier mitten in dem Park. Man. Guck mal. That's the park, bro. They don't have this in Germany? We have, but not in the park, bro. Warum ist gerade kein Wasser drin? Oh, shit, it's been closed down for a little minute, man. I don't know when they gonna reopen this shit up. I hope soon. Guck mal, was die da schreiben. Make America Mexico again. Die wollten uns gerade ein paar Dinge zeigen. Und ich habe jetzt erst verstanden, warum die meinten, lass uns woanders hingehen. Weil schaut mal, hier sind überall Kameras, da sind Kameras. Und überall in der Nähe von diesem Park herum sind Kameras. Also Leute, jetzt kommen wir zum heißen Teil der Geschichte. Wie ihr gesehen habt, hier und hier sind überall Kameras. Wohin gehen wir also? In die Toiletten. Leute, kommt einfach mit, scheiß drauf. Jo Leute, ganz kurz bevor ihr weiterschaut, von dem, was jetzt passiert, distanziere ich mich extrem. Niemand soll sowas nachmachen. Guckt hier oben, Männertoilette, ja? Wir fragen einfach eine Frau, von wo sie herkommt. What's your name, homegirl? What's your name, homegirl? What's your name? Wir wollen einfach Brief mit einer Ollen machen, ja? Ach du Scheiße. She wants some dick. Hey, you want some... Hey, G-Shit, though. You walking in the men's restroom like you want some dick or something? Yeah, I don't want some dick. Huh? I don't use other ones. You got a dick or something? Yeah. So what's her name? Wait, what did you just ask her? I asked her if she wants some dick. She said she'd be coming to the men's restroom. I said, do you got a dick? Oh. What the fuck? I gotta make sure. But she got some juicy titties though. I ain't gonna lie. Leute, ich hab zwar am Anfang erstmal nicht verstanden, was sie von dieser Frau wollen, aber guck mal, die chillt einfach ganz Zeit hier in der Männertoilette. Und bevor die gekommen ist,
Ist hier, hier was runtergefallen, ja? Guck mal, was hier runtergefallen ist. Jetzt hab ich erstmal gecheckt. Yeah, that's that crack pipe right there, you know? She dropped that motherfucker. I don't know why she went in there. Die ist dicht, Mann. Die ist auf Crack. Die ist verwirrt, Mann. Die hat die Toiletten verwechselt, Alter. Ihr macht doch auch so ein Drama, ja, Salam, ey. Drei halbstarke Scheiße, Alter, die da irgendeine Frau belästigen. Was für Scheiße, Digga. So richtige So in dem Moment wünsche ich einfach da zu sein. So, ich würde jeden einmal seinen Kopf in die Toilette stecken und die Dings ziehen. Das sind so richtige sind das so richtige also alle drei, nicht Lucky Luke. Lucky Luke ist Homie. Du weißt, Lucky Luke, weiß Cousin. Ich feier dein Content, aber das ist richtig Dings, Bruder. Das ist richtige Masra. Fuck with the Cribs, you wanna fuck with the Wizard Abs on the set. Sie geht einfach in die Männertoilette rein mit einer Crackpfeife. Shut up. Shut up. Niggas not even talking. Shut up. Shut up. Shut up. Er nimmt einfach ihre Sachen und wirft sie raus. Guck mal, so Handdings, also die tun auch Geld. Guck mal, was für Leute was zu tun haben, ne? Hier sucht jemand nach Geld bei einem. Hier sucht jemand nach Geld in einer Handtasche von einem. Like, am liebsten einfach auf seinen Kopf in dem Moment. Mit so einem. Haben wir das gerade hier zu tun? Nein, mit solchen haben wir das gerade zu tun. Ein der in eine Handtasche greift, um Geld zu suchen oder Geld zu finden. Hey, she coming, bro. Oh shit. Ach du Scheiße. Aber Leute. You wanna fucking steal from me? I know what's going on, it's my boy, man. We out here in NoHo, we living life, man. You know. Ich f dein Leben. Ich f doch dein Leben. Das ist unser Leben. Wenn das dein Leben ist, f ich dein Leben. Going up, WA, you know, get the song. Walla, die hat ihm gerade einfach nichts genommen, Alter. Ich schwöre dir hier, diesen Move. Boah, stell dir vor, die hätten ihn so gepackt und einfach rübergeworfen. Wow, Bruder. Das wäre der Move gewesen. Das wäre der Move gewesen. Cousin, Alter. Was ist hier für ein Tanker-Style, Digga? Das ist. Was für. Ich schwöre dir, Alter. Einfach so ein Suplex verpasst. Oh, shit. Oh, ich schwöre, guck mal, ey. Die ist mehr Mann. Die ist mehr Mann als alle drei, die da sitzen. Als alle drei. Die ist in Angriffmodus. Guck mal, wie die auf den drauf geht. Oh, guck shit. Mal, wie die auf den drauf geht. Jene, die sieht ihn, das ist ein Sch mit zwei anderen Schwächen, will ihn angreifen. Jene, wer ist hier wirklich Gangster, Digga? Aber was hat er verloren? Oh, ah, guck mal, der hat wirklich Geld geklaut. Guck mal. Hier fällt der eine Schein hin, seht ihr das? Hier ist der eine Schein mit meiner. Hier, ne? Also hier ist links. Hier ist Wade, Latsche, ne? Und vor der Latsche ist ein Schein, guck mal jetzt. Zack, der fällt hin. Oh shit. Zack. Hier der nächste Schein. Hier der nächste Schein. Ne? Guck mal jetzt. Zack. Zack. Was für. Ach du Scheiße. Was für. Aber Leute. Klau einfach ein paar Dollar, Dicker, Alter. I know what's going on, it's my boy, man. We out here in NoHo, we living life, man. You know, we just going up. WA, you know, get the song. Benny, f***e, du Stück. Ich wollte mich nochmal für meinen Umgang mit der Situation entschuldigen. Lucky, Bruder, du kannst nichts dafür. Du kannst nichts dafür. Du wusstest nicht, dass es so peinliche Kinder sind, mit denen du dich da abgegeben hast. Du kannst echt nichts dafür, Dicker. Das ist eine Situation. In dem Moment hast du einfach deine Arbeit gemacht. Und ich kann mir echt gut vorstellen, dass du extrem Fremdscham hattest in dem Moment. Aber was hättest du auch machen können? Du bist da irgendwo mit irgendwelchen fremden Leuten in irgendeiner Stadt und kennst dich nicht aus. Also hier ist es absolut nicht dir übel zu nehmen. Letztendlich bist du auf Jagd nach Content, Cousin. Aber diesmal bei den Falschen. Ich werde nie wieder zulassen. Sowas wird nie wieder auf meinem Kanal kommen. Und natürlich habe ich sie nach dem Dreh gesucht und ihr Geld zurückgegeben. Ich wollte sogar die Szene eventuell rausschneiden. Aber warum ich sie nicht rausgeschnitten habe, ist, ihr wisst auf meinem Kanal, ich zeige euch 100% die Wahrheit, 100% die Realität. Der
Aber der filmt das trotzdem. Ja, aber er erklärt sich doch gerade. Straße. Und leider, wie gesagt, das ist nicht cool, das ist nicht krass, gar nichts. Aber manchmal ist die Straße so. Und gerade in Amerika gibt es viele Leute, da machen nicht so viele Leute Geld. Viele haben einfach kein Geld. Und die machen auch Sachen für nix. Die machen Sachen für so wenig Geld. Und die hängen praktisch, viele von denen hängen einfach auf der Straße rum. Sprayen. Ja, das höre ich jetzt erst, die Akkus hängen. Das ist auch der Grund, warum ich immer sage, niemals jemanden direkt ein Urteil verpassen, sondern einfach mal hören, was er zu sagen hat. An die Wände und knallen Leute ab. Wisst ihr, was ich meine? Daran ist nichts krass, aber ich zeige euch die Realität, wie es ist. Und deswegen habe ich die Szene drin gelassen. Und ja, ich weiß, ich habe drüber gelacht und das war dumm. Ich habe die Situation einfach nicht richtig ernst genommen, beziehungsweise nicht richtig beachtet. Ich habe einfach an diese amerikanischen Filme gedacht, mit den ganzen Crack-Junkies hin und her. Aber egal, ob Junkie oder nicht, es ist ein Mensch und sowas geht nicht. Und erst recht nicht bei Frauen. Auf jeden Fall, diese Junkie-Frau. Junkie-Frau ist auch krass. Irgendwelche Leute hier hinholen. Mal gucken, was abgeht jetzt. Ich supporte das nicht. Keiner soll das nachmachen. Erst recht nicht bei Frauen. Aber wie gesagt, das war irgendeine Junkie-Olle. Also denkt nicht, das war irgendeine normale Frau, sondern sie hat gerade ihre Crack-Pipe da geraucht. Und ja. Er hat einfach ein paar Dollar von ihr rausgeholt. Hey, a double day keep the pain away, dead homies. A double day keep the slobs away on the set. Einfach ein paar Dollar plus gemacht, ja. Seid ihr momentan, wenn ihr unterwegs seid, auch bewaffnet? Yeah, for sure. Always. We gotta be, you feel me? Ist euch schon mal hier sowas passiert in der Art? Wurde schon mal auf euch geschossen? Yeah, for sure. Das ist so peinlich. Das ist so peinlich. Jene, während ich hier sitze und mir das reinziehe, denke ich mir, Bruder, was sind das für Was für Penner sind das, Dicker? Das ist so richtig so allerletzte Stufe. So halbstarke, die Junkies ausrauben. Ekelhaft. 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 Shit happens, you know? Shit, a lot of motherfuckers out here. They try to get it up on us. We gotta get it back, you know? Wurdest du schon mal getroffen, Bruder? Ever got hit? Nah, never. Never. Bruder, wer will auf dich schießen? Dich nimmt man doch gar nicht ernst. Du bist die Kugel gar nicht wert. Diese 7 Cent, 8 Cent... auf Menge, wenn man Kugeln kauft, die bist du gar nicht wert. Wer will auf dich schießen, du Wer geht für einen wie dir in den Knast, du Erzähl mir was von, ja, wir prügeln uns nur mit Leuten, die einen Namen in der Hut haben. Bruder, wer bist du? Wer bist du, du Akrut ibn Situs Tinkelb. I've got shot at, for sure. Niggas got shot at, but I ain't never got hit. You feel me? Never. They all gay, you feel me? We out here doing what we do, you feel me? We got them things on us, for sure, you feel me? Was ist das für ein Teil? Der hat eine Revolver, was ist das andere? Ist das eine Walter? Verlängerte Munition, Wallerstark. Do, you feel me? We got them things on us, for sure, you feel me? Was ist das für ein Teil? Oh, this? Yeah. It's a laser. It's a laser? Yeah, you can't see it right now, because it's bright, it's daylight. But, you feel me? This right here, this one, you know, we got a spark at night. We got to do what we do. It has that light on it, you feel me? Das andere ist einfach ganz normaler Revolver, wa? It is just regular, you feel me? 38 special, you know? Ah, dieses Chrom ist echt geil. Beautiful. No Holzgriff, ist echt geil. Beautiful for me, I love my gun. Hey, I'm grimy, they call me Grammy Knox. Aber letztendlich sind wir in Amerika, da hat jeder Waffen, Dicker. On Instagram, for a reason, you feel me? I got my things, always. Matter, always. Ich hab die gesehen, Leute, sogar verlängertes Magazin. Got it all the way, you feel me? We gotta have it, cause it ain't enough. 5, 10, it ain't enough, you feel me? We gotta really go up. And if this is done, I got this baby right here, do what I do, you feel me? Also Leute, falls ihr mal hier hinkommen sollt, seid euch sicher, die Leute haben genug Kugel am Start, ja? Big Dub AG, feel me? We got. Und genau das ist das, wenn so Vollidioten Waffen haben. Kann nichts Gutes bei rumkommen. Bruder, wer hat das geschrieben? Benzema, ich küsse deine Augen. Wallah, ich muss dir recht geben. In seiner Stadt sind Waffen verboten. Da kriegst du 20 Jahre für eine Waffe. Das hat nicht jeder dort. Okay, ist das jetzt krass? Also soll ich das jetzt für krass empfinden, dass er eine Waffe trägt, für die er vielleicht 20 Jahre kriegen könnte? Ich küsse deine Augen, Bruder. Ich kann dir Jungs zeigen. Die sind keine 18 Jahre alt, Bruder. Die fahren Kilos von A nach B, Bruder. Nimm 5, 6 Jahre in Kauf, Dicker. Aber ist das krass? Bruder, ich küsse deine Augen. Ich hab im RP die gleiche. Im Roleplay GTA habe ich die gleiche Waffe. Und da nehme ich auch 60 Minuten Knast in Kauf. Das ist das Resultat, mein Bruder. Meine hat sogar Skin, Dicker. Ich hab meine Waffe sogar rosa. We got the things for every op, you feel me? We ain't out here naked, you feel me? We never naked. Also Leute,
das war's eigentlich mit der Hood-Folge hier. Dankeschön. Ich habe noch ein paar Fragen an die Jungs. Und zwar wollte ich fragen, erstmal wollte ich fragen, wieso trägt ihr so dicke Klamotten bzw. so Hoodies und solche Sachen an so einem warmen Tag? Damit die Kugeln nicht durchgehen. Tag. Really cover up. Oder Stiche. Yeah, we don't want people to see. Yeah, we don't want these cameras to see. Or we want. Yeah, you feel me? We well known people out here, cuz, you feel me? You know, we got certain shit on us, you feel me? We gotta make sure we watching the ops, watching the oppositions coming over here. Watching ourselves, protecting ourselves. We are warrior, enemies and police, or the dead homies. Bruder, ihr sagt immer wenn ihr redet, sagt ihr dead homies. Habt ihr viele Freunde verloren? We got some homies, we got some fallen. Oh, ha! Hier! Hier, ha? Pocht das, ihr kleinen Meneek, hä? Pocht, ne? Ihr kleinen... We got some homies, we got some fallen. Oh, Scheiße, Alter. Was war das? We got some fallen homies, you feel me? We got a lot of homies from the set that don't... Da hat er kurz ein bisschen Wildwassermann gehabt, ne? Da lief die Flitzekacke. Der Cousin hier hat's immer noch nicht ganz verkraftet. Passed away. Whatever it is, but that's why we say dead homies, you feel me? But I ain't gonna lie, we don't got that. We ain't like the ops. The ops got more niggas that are falling, you feel me? Dann wollte ich euch noch fragen, gibt es irgendwelche Hierarchien in diesen Gangs? Also gibt es Leute hier, die irgendwie mehr zu sagen haben, oder seid ihr alle auf einer Stufe? So, we all leaders, bro. In my eyes, we all leaders. Everybody gotta say so. Yeah, you know, sure. But we do got older homies. We got older homies. Much love and respect to them. Much love and respect to the older homies from the hood. So. You know, we give them their respects and all that. If they're real older homies, mandatory. You know, they got they say so. You feel me? We soldiers at the end of the day. You feel me? But we also got our say so. And if any go against it, then we do what we do. You feel me? It don't matter. Guck mal, wenn man jetzt hier aufwächst, gerade in eurer Gegend, ich höre ja manchmal, es gibt Leute, die hier gefürchtet sind. Was muss man tun, um in einer Gegend zu sein? The way we get our name is handling business. Handling hood business out here, you know? Boah, ist das schlimm, we gotta Alter. Do what we gotta do, you feel me? And sometimes there's a lot of people out there that they from hoods and they don't do nothing, you know? To get a name, to get a real name. Wenn du einen richtigen Namen bekommen willst in der Gang, also in der Gang, da musst du Frauen abziehen, die drogenabhängig sind. Da machst du den richtigen krassen Namen in dieser Gang. Dann klaust du dir mal eben $11, die sie selbst wahrscheinlich geklaut hat, um Crack zu kaufen. In the hood, you gotta handle business. And that's gang business, you feel me? That's gang business, ja klar. Whatever it is, whatever really make you a gangster, make you a gangster. You could be from the hood and you ain't doing shit, you feel me? But if you out here handling business, running to ops, doing it up on them, you feel me? Getting your money, getting your chip, but still keeping it gangster, not running from nothing. That's what it is, you know? That's how you get your name up. As long as you a solid nigga and you really move by the G-code, it don't matter if you from a hood. That don't make you gangster. But if you follow the G-code, that's gonna make you gangster for sure. It's gonna recognize what it is. Oh yeah, that's Cub right there. Yeah, he gangster. What do you, that's how you think of. Okay, Leute, ich würde mal sagen, das war's dann mit diesem Video. Dankeschön, Lucky Luke. Dankeschön. Wir feiern deinen Content und hin und wieder versuchen wir auch auf dich zu reacten, mein Bruder. Leider Gottes hast du selber nicht in Erfahrung bringen können, mit was wir vor oder unterwegs bist. Aber eins muss ich dir zu sagen, jeder, der hier in diesem Chat ist, der ein Mann ist und so ein Verhalten am Tag bringt, der braucht hier in diesem Stream nicht zu erscheinen. Und ich schwöre euch bei Gott, der letzte Typ, der asozialste Typ in meinem Umfeld verhält sich nicht so.